Hallo ihr lieben Krebschen, das wird der Ausblick für den Juni für euch. So, was möchte sich im Juni für euch Krebschen denn zeigen? Was ist eure Hauptenergie im Juni? Was begleitet euch so? Die Lebensfreude, wunderbar. Die Lebensfreude und die Entscheidung. Vielleicht die Entscheidung zur Selbstmeisterschaft. Genauso ist es. Ja? Ihr entscheidet euch dafür, für euch selbst einzustehen und euer Leben, euren Weg zu gehen. Ja? Es steht alles in der Wandlung für euch. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und das ist hier die Meisterschaft. Ja? Und Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Na, das fängt ja schon einmal sehr gut an. Und jetzt schauen wir uns an den Rat der Hohepriester. Was ist eure Hauptenergie, ihr lieben Krebschen? Um was geht es gerade? Es geht um den Hierophanten. Es geht darum, bei sich selbst anzukommen, was ja sehr gut passt. Es geht darum, geführt zu werden, sich auch mit seiner geistigen Welt zu verbinden und tatsächlich für sich selbst hier einzustehen. Das ist das, was als Hauptenergie euch im Juni begleitet. Das kann man so stehen lassen. Wir schauen uns jetzt an, was kommt zur Hauptenergie dazu? Was verstärkt das Ganze und was geht es da? Und da kommt eine Geschichte. Okay, es geht darum, dass ihr hier schon sehr viel gearbeitet habt. Ihr habt hier Samen gesät in einer Situation, wo man mit den 4 der Stäben, ja, ihr kennt das wahrscheinlich schon, da kommt das Halschakra. Also hier für alle Krebschen, ja, wirklich einmal noch einmal auf das Halschakra schauen, wo seid ihr gerade, was ist für euch wichtig, ja, was würdet ihr gerne in den Ausdruck bringen, ja. Und hier nehme ich schon wahr, es geht um die 4 der Stäbe, also um die 11, 11 und die 22. Man würde sich hier wirklich wünschen, gemeinsam in dieses stabile Fundament, in diese Liebe, in dieses verspielte Miteinander, freudendänzelnde, absolut tief verbundene einzutauchen. Ja? Und scheinbar ist das aber noch nicht. Ja? Deswegen geht ihr gerade den Weg des Eremiten und schaut euch die Dinge an und bringt die für euch in den Ausgleich, damit das auch überhaupt passieren kann. Ja? Weil vielleicht habt ihr immer wieder zu viel gearbeitet und das, was ihr euch wünscht, ist hier tatsächlich einfach die Feier, die Freude, die Verbundenheit miteinander. Und da geht es darum, man darf hier wirklich noch ruhen, sich einfach auch einmal zurücklehnen und hier die Schauspieler in dieses Bild eintreten lassen. Und dazu darf man sich noch Glaubenssätze anschauen. Dazu darf man sich vielleicht noch anschauen, was da in seinen Tiefen verborgen liegt. Und so wie ich das jetzt hier wahrnehme, geht es vielleicht auch darum, sich auf die erste Stelle zu stellen. Bei dem einen oder anderen wird das hier sicherlich stimmen, weil die 3 der Kelche steht auch für eine Situation, wo entweder jemand jemanden hat, wo jemand, ob das jetzt ein Job ist, ob das jetzt eine Partnerschaft ist, ob das Eifersuchtsthemen sind, die hier mitschwingen. Es geht immer wieder darum, dass hier scheinbar nicht nur 2, sondern auch 3 Elemente irgendwie vorhanden sind. Und dort geht es jetzt raus. Also ihr lässt hier Altes gehen, indem ihr herausfindet, was denn bei euch dahinter steckt, ja, und bringt es in die Verwandlung und in die Entscheidung. Und damit füllt sich dann auch hier dieses Bild. Das ist das, was jetzt so ein bisschen mitkommt von der Hauptenergie. Also da seid ihr mittendrin, da seid ihr absolut dabei. Ja, und sonst geht es vielleicht darum, wenn jemand mit jemandem noch nicht freie Freude empfunden hat, die 3 der Kelche, das ist wirklich eine ausgelassene Situation, eine ausgelassene Stimmung, einfach wo es fließt, wo es sein darf. Ja? Und wenn das eben noch nicht ist, dann schaut man sich an, was man dazu braucht, ja? und hat eben hier schon genug dafür gesät und getan. Ja? Jetzt geht es irgendwie nur noch darum, im Inneren da bei sich anzukommen. Was kommt zu der Hauptenergie hinzu? Was verstärkt das Ganze? Das will aber nicht runter. Ja, ein alter Zyklus endet, auch bei euch. Ja? Dieses, dass man hier vielleicht in Machtkämpfen drin war, der Herrscher in der Karte ist für mich eine dominante Person. Ja? Eine Dominanz, etwas, was einfach nicht gut getan hat. Ja? Das endet hier. Man geht hier in die Herrscherinnenposition, so wie ich es gerade gesagt habe, man geht durch seine Tiefen und geht hier in eine annehmende Situation, wo man wirklich sagt, okay, ich bin und ich darf sein. Und ich wünsche mir, dass es auch zu mir fließt und leicht sein kann. Und genau dort in diese Situation geht ihr. Ja, ihr geht dorthin und eröffnet für euch, jetzt kommt jetzt so mit, euer Sternenfeuer wieder, was auch immer das jetzt genau heißt.
Ja? Also hier steht alles in der Wandlung für euch, ihr lieben Krebser. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja? Und falls hier zum Beispiel eine Situation mit einem Widder war oder so, ja, weil wir Widderköpfe sehr präsent hier haben, ja, wo hier immer wieder Grenzen aufgesetzt wurden, wo jemand einfach gesagt hat, okay, ja, bis dahin und nicht weiter, dann ist das auch okay, ihr geht da in die Akzeptanz, ja, oder ihr lässt diese Grenzen auch sterben, oder es kommt aber ganz stark mit auch ein Machtkampf. Warum Machtkampf, was auch immer, das endet, ja, man beendet diesen Zyklus des Kreislaufes, dieses Stopp, dieses Nicht-Werden-Können, dieses, was auch immer da jetzt alles mitkommt, es endet. Ja? Diese Situation, dass es hier auch gar nicht weitergehen kann, theoretisch. Und das hat jetzt mit der Person vielleicht gar nichts zu tun. Ja? Sondern einfach dieses, dass man sich auch Situationen sucht oder in Situationen aufhält, die für einen gar nicht bestimmt oder gedacht sind, womöglich auch. Das endet. Ja? Man findet hier für sich, ja, schaut einmal, das ist hier recht eng, ja, findet man hier hinten in die Breite, ja, und da kommen die Früchte schon, ja, auch mit der Hagebutte. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür die Hagebutten stehen, aber das könnt ihr gerne nachschauen, aber ich habe es jetzt gerade präsent gesehen, deswegen wird das wahrscheinlich auch wichtig sein. Und hier darf man sich eben die Blumen des Lebens, ja, man darf hier in die Fruchtbarkeit hineingehen. Die Herrscherin steht auch ganz viel für Fruchtbarkeit, für nahrhaften Boden. Und das war hier offenbar nicht, aus welchen Gründen auch immer. Oder man hat hier ein Vaterthema noch, oder man hat hier selbst innere Strukturen, weil der Machtkampf auch eventuell in euch selber endet. Ja? Und Krebschen können das ja auch manchmal ganz gut, dass sie auch nicht hinter ihre Schale blicken lassen. Ja? Auch das geht hier raus, weil man hier erkennt, dass es wichtig wäre, für sich einfach in diese Leichtigkeit und diese Fülle und diese Früchte des Lebens hineinzugehen. Ja? Also was auch immer hier euch nicht gut getan hat, das geht heraus. Liegt in der Wandlung. Ja? Es ist die Entscheidung zur Lebensfreude, die Entscheidung zur Fruchtbarkeit, die Entscheidung für sich selbst auch und für ein erfülltes, glückliches Leben. Ich handle aus dem Bewusstsein meines inneren Meisters heraus. Ja? Und dazu muss man in sich selbst auch lauschen. Was geht heraus? Hoppa, der Narr. Hier geht heraus, dass man Leichtigkeit finden muss. Hier geht heraus, dass man immer wieder so auf dem Sprung, ja, auf dem, okay, da muss es weitergehen, auch die Gedankenkonstrukte, ja, hier endet etwas, man ist hier nicht mehr immer am Sprung, sondern man kommt endlich an, ja, man geht hier durch eine Situation, wo man vielleicht auch den Nullpunkt eingeleitet hat, ja, wenn das hier kommt und ihr das erkannt habt, ja, dann geht diese ganze Situation, wo man immer wieder einfach heraus hat müssen, einen Nullpunkt schaffen hat müssen, sich vielleicht wieder selbst kreieren, ja, das endet hier. Da kommt aber noch eine Erklärung dazu, weil, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ja, hier geht es aus einem Mangel heraus. Ja. Das, was hier immer wieder war, ihr erkennt jetzt Chancen und Möglichkeiten, nehmt das in euch an, ja, dreht das Schicksalsrad hier weiter mit dem Ass der Münzen, weil es einfach so kommt jetzt, wie es hier ist, ja, und lässt diese alte Situation, auch Familienthemen, alte, die einen hier im Mangel gehalten hat, lässt ihr beenden. Das sind genau die Situationen. Ja. Der Nullpunkt, ihr springt da plötzlich in eure Fülle hinein. Ja. Dieses alte Thema endet, das geht heraus. Ja, damit es hier in diese Stabilität kommen kann. Wunderschön, ihr Lieben. So, was ist jetzt für unsere Krebschen im Verborgenen vielleicht noch, im Unterbewussten, was ist die dunkle Seite der Hohepriesterin? Also hier ist alles auf Fülle eingestellt. Wunderschön. Aha. Okay, wir hatten hier jetzt den Herrscher. Und hier sieht man vielleicht noch nicht, haben wir den König der Stäben, ja, mit dem Feuersalamander, mit der Löwenkraft, mit jemandem, der sein Zepter in der Hand hält, ja, der seine Krone gerichtet ist, der nach vorne schaut, der nach vorne springen kann auch. Ja. Also entweder diese Eigenschaften habt ihr in euch und seht ihr noch nicht wirklich, ja, diese Kraft, dieses okay, ich stehe jetzt auf, ja, dann ist es an dieser Situation, das in euch zu erwecken. Oder aber es geht darum, dass man vielleicht hier das Potenzial eines Partners, den man noch nicht ganz sehen kann, ja, noch nicht ganz freigeschalten hat, dass das auch hier wirklich passieren darf. Also, lustig, da haben wir den Widder,
da haben wir den Löwen. Vielleicht seid ihr durchaus euch auch feurig interessiert. Ja? Oder es geht darum, dass ihr als Krebschen selber euer Feuer aktivieren dürft, weil das jetzt so präsent herauskommt. Ja? Und auch hier haben wir sehr feurige Karten. Das ist alles orange, ja? Gelb, rot. Ja? Also die untere Partie. Ja? Solarplexus, Sakral, Wurzel und hinunter auf die Erde. Ja? Wobei da oben, es geht um den Durchfluss. Ja? Um das Meister selbst alles miteinander zu verbinden. Also entweder ihr seht hier etwas noch nicht, was auf euch zukommt und dürft hier ins Vertrauen kommen, aber wir schauen uns mal an. Und ich kriege aber sehr stark wahr, es sind auch eure eigenen Attribute, eben wie Feuer, wie Durchsetzungskraft im Sinne von das Zept, nicht Durchsetzung, man muss sich hier nirgendwo durchsetzen, sondern einfach für sich selbst einstehen. Man nimmt das Zepter hier in die Hand. Ja? Also ihr dürft Chancen und Möglichkeiten hier durchaus auf euch zukommen lassen und annehmen. Vielleicht stellt man sich hier auch noch zu viele Fragen, ja? Aber das endet ja, ja. Und man entscheidet sich für sich und auch für ein erfülltes Leben. Und wenn das ein erfülltes Leben ist, dann greift zu, ihr Lieben. Da sind jetzt ganz viele runtergefallen, das sind aber jetzt zu viele. Was möchte ich hier als Klärung für die Krebschen auf der dunklen Säule der Hohepriesterin hinzukommen? Hier endet etwas mit dem Turm, ich soll aber jetzt die anderen Karten nehmen. Um was geht es denn da? Oh, es geht um Sexualität, Leidenschaft. Und Erfolg. Puh, also gut, also falls hier irgendwo Muster drinnen sind, dass ihr glaubt, ihr könnt das nicht leben oder es ist sinnlos oder was auch immer, ja, oder das wird nichts bringen oder egal, das ist nicht das, was man sich irgendwie, ja, schaut euch das Ganze hier in Ruhe an und wieder kommt das halt, der Halsbereich, ja. Also hier kann es durchaus zu einem absoluten Erfolg kommen, ja. Was hält euch davon auf? Euch selbst, das verborgene Selbst und vielleicht noch die Schuld und die Aufopferung. Ihr Lieben, das haben wir gesehen, das sind alles Mangelkarten, ja? Die Enten, wir haben es ja gesehen, es geht heraus. Die Fülle, das Glück und der Erfolg will für euch gelebt werden. Also wunderschön, das ist einfach gerade noch im Prozess und auch ihr begebt euch hier in die Freiheit. Sehr, sehr gut ist das. Das freut mich jetzt sehr. Also wenn ihr das noch nicht erkannt habt, ja, dann legt den Fokus darauf hin, weil das begleitet euch durch diesen ganzen Prozess weiter. Ja, und das muss jetzt nicht primär eine Person sein, sondern einfach diese Möglichkeit, diese Chancen grundsätzlich auch für euch und eure eigenen Attribute, eure eigene Stärke, eure eigene Sexiness oder wie man das auch immer sagt, euer Potenzial, ja, dass ihr selbst hier im Erfolg stehen dürft, was auch immer. Ja, dazu werdet ihr geleitet, ja, euer Feuer in euch selbst und euer Vertrauen zu aktivieren. Und ich glaube schon, dass hier einfach bereits ein Partner auf euch wartet. Ja. Nur halt, das will auch beendet werden. Na, da haben wir die, das ist euch bewusst, der Ritter der Stäbe, der Stern. Euch ist bewusst, dass euch hier jemand finden wird. Also das, ihr lieben Krebse, ist mir jetzt sehr liebeslastig. Also ich kann das jetzt auch von der Energie her, von den Karten, irgendwie gar nicht gescheit anders deuten. Hier geht es im Juni scheinbar bei euch wirklich um Eroberung, um Liebe, um... Also ja, das ist mir hier sehr, sehr eindeutig. Ihr habt so viele Personenkarten hier jetzt, auch hier wieder, ja, das... Euch ist hier klar, dass ihr im Prinzip gar nicht machen müsst. Ihr lasst hier die Füßchen im Wasser baumeln, ihr lässt euch hier inspirieren, ihr lässt euch hier vielleicht inspirieren, auch von anderen Personen. Hier einfach nur nochmal der Hinweis, hier soll wirklich jemand auf euch zukommen, der auch bereit ist, wirklich diesen Helm, diese Ritterrüstung abzulegen, und das ist euch hier klar. Das ist euch hier klar. Und ihr seid auf dem Weg der Hohepriesterin, weil ihr wollt einfach keine komischen Geschichten mehr, wo man vielleicht etwas hingibt und das fallen lässt. Ja? Oder wo man selbst gar nicht bereit ist, irgendwo wirklich zu geben, auch ihr selbst nicht. Ja? Sondern hier nimmt man wirklich diesen Pfad durch sich selbst hindurch und verbindet sein Licht und sein Schatten. Ja? Um hier in der Größe aufzuerstehen und sich ein Stück weit auch über dieses duale Spiel zu erheben. Ja? Das wird auch klar, ihr seid hier geführt. Und hier kommt etwas, vielleicht ist euch das, was hier kommt, weil wir haben hier den Ritter der Stäben, vielleicht ist dieser Stabkönig hier auch vielleicht ein bisschen ungeschickt, das kann hier durchaus auch sein, ja, weil
hier ist das noch ein bisschen verborgen. Ja? Vielleicht ist derjenige auch unsicher, kommt vielleicht ein bisschen stürmisch an, ja? ist vielleicht in einer Energie, was euch ein bisschen abschrecken könnte. Und dann heißt es hier, schaut hinter die Fassaden. Ja? Schaut einmal, lasst das Ganze einmal werden in aller Ruhe, in Gemütlichkeit. Spielt einfach damit, ja? Lasst das Ganze geschehen und lasst euch durch diese Situation inspirieren. Ja? Ihr müsst nicht gleich irgendwas geben, was dann vielleicht gar nicht so richtig ist, ja, kommt dann so mit oder irgendwas dann so auf schnell annehmen. Das ist ja gar nicht der Plan, hier wird noch der Plan geschmiedet, ja, sondern ihr dürft euch in aller Ruhe das Ganze mal ansehen, was es überhaupt ist. Und möglicherweise ist hinter diesem ungestümen Ritter, ja, dieser König verborgen. Sehr lustig. Also ich bin gespannt, was da auf euch zukommt. Bitte lasst es mich wissen. So, was sind die nächsten Schritte? Was kommt auch im Außen auf euch zu? Kommt wieder durch die eigene Freiheit. Ja, die 7 der Stäbe. Man erkennt hier, dass man sich nicht verteidigen muss. Ja? Dass dieser, wir haben ja gesehen, es kann sein, dass ihr hier mit einem Machtkampfthema noch beschäftigt seid im Inneren, ja? Weil vielleicht hier noch irgendwas aktiv in euch ist. Das geht aber raus, sehen wir hier. Und hier kommt noch einmal der Hinweis, falls etwas kommt, ja, dann darf man hier erkennen, dass es in Wirklichkeit, weil ihr habt hier die Hohepriesterin, ihr gegen eure eigenen Schatten kämpft. Hier ist kein Feind, der da steht. Ja? Und ihr seid in einer guten Position. Ihr müsst überhaupt nicht nach unten hin kämpfen oder gegen euch selbst ankämpfen. Es darf für euch einfach ganz viel Klarheit da jetzt passieren, geschehen. Ja, weil da kommt die Sonne für euch. Ja? Ihr werdet das sehen. Ja? Lasst euch da wirklich in Frieden in euer Selbst, in euer Vertrauen, in eure Wandlung hineinfallen und entscheidet euch für euch selbst, ihr lieben Krebse. Und was ist der Rat der Hohepriesterin? Abhängigkeiten, Verstrickungen enden. Ja? Mit der Sonne, mit dem Ganzen habt ihr die Kraft, ja? Geht in die Annahme und schafft hier ein neues Land eben aus diesem Kampf, da haben wir es wieder, aus dem Kampf, aus dem Mangel heraus, kommt ihr in neue Ufer, nehmt hier euer Fundament mit, nehmt ihr euer Potenzial, euer kosmisches, das Potenzial, das kosmische Fundament halt einfach mit, um hier ein richtiges Fundament auf der Erde zu erstellen, euch hier. Der Mond, das steht ja für euch auch, ihr lieben Krebs, jetzt kommt es mir erst. Ja? Damit das hier wirklich, seht ihr das? Da kommt das, man spannt hier den Wagen an, auch wieder die Hohepriesterin, das gehört für mich irgendwie immer zusammen. Wenn das zusammenfällt, ist das für mich überhaupt ja, das mega tolle Potenzial. Und hier kommt dann, das lässt ihr wandern, in euch treiben, ja? Holt es hier herunter auf die Erde und nehmt dann euer gesamtes Potenzial einfach in euch an. Ja? Wunderschön, es geht hier um Ruhe, um Frieden und wenn wir jetzt Mond und Sonne haben, um eine total ausgeglichene, wunderbare Energie, die hier auch fließen darf. Und auch in Liebesdingen geht es darum, in die Ausgeglichenheit zu kommen, dass alles wirklich in Frieden fließen kann und das, was nicht mehr gut war, einfach endet. Ja? Denn ihr habt da schon sehr viel an euch gearbeitet und jetzt ist es Zeit, diesen alten Zyklus hier wirklich hinter euch zu lassen und in die annehmende, gefüllte Energie zu gehen und der Künstler, der Visionär eures als Künstler und Visionär eures eigenen Lebens aufzuerstehen. Ja? Weil ihr habt hier schon ganz viel in euch geschaffen und dieses in euch Geschaffene möchte jetzt auch hier tatsächlich als Potenzial gelebt werden. Und dazu dürft ihr in der Leichtigkeit stehen und mit euren Möglichkeiten spielen und jonglieren und herumwürfeln. Ihr lieben Krebschen, es war mir eine Freude. Ich wünsche euch eine wunderbare Junizeit. Bis dann. Bolo, 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 Ram. Hanuman, Bolo.